Viele haben auch geschrieben, wir sollen bei Aaron vorbeischauen. Wir schauen mal rein. Aaron hat ein Video gemacht. Gäste anpöbeln. Faye Montana Super Sweet 16. Ah, okay. Faye Montana ist 16 Jahre alt geworden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon ewig nichts mehr von der gehört. Ich weiß nur, dass die früher irgendwie mit 12 oder 11 oder so ganz früh, noch vor 13, dass sie einen Kanal hatte und damals so eine der jüngsten YouTuberinnen da irgendwie war. Und es gab dann so, oh, oh, so eine 11-Jährige macht YouTube, ist das überhaupt okay? Blablabla. Mittlerweile ist sie schon 16, krass, die Zeit vergeht schnell. Und Aaron war auf ihrem Geburtstag. Okay, wir schauen mal rein. Schauen wir mal rein in den Kindergeburtstag. Let's go. Spaß, Leute. Ein bisschen, man kennt sie, ein bisschen ärgern. Ach so, das Video ist schon von 2019. Okay, das Video ist von 2019, das heißt, Faye Montana ist schon mittlerweile 17. Oh mein Gott, what the fuck. Hallo Freunde der Sonne, herzlich willkommen zum neuen Video. Die liebe Faye wird 16 und... Ach. Ich glaube, diese Faye lebt so ein bisschen in so einer Ami-Welt, weil wer in Deutschland hat einen Sweet 16? Das ist doch eher so ein Ami-Ding, oder? So, dass man sagt Sweet 16 und dann mit 16, oh mein Gott, ist der Sweet 16, oh mein Gott. So. Digga, in Deutschland, wenn man 16 wird, juckt keinen irgendwie, oder? Hattet ihr, als ihr 16 wart, eine Mega-Party? Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in meinem Umkreis, in meinem Bekanntenkreis kenne ich niemanden, den es irgendwie juckt, der 16 geworden ist und dann denkt so, oh Digga, jetzt wird erstmal Sweet 16, dickes Auto, oh, let's go. Ich meine, das ist eher so ein Ami-Ding. Aber auch alleine schon der Künstlername von ihr, ich weiß nicht, wie die jetzt in echt heißt, aber die heißt ja Faye Montana. Also entweder wegen Hannah Montana oder wegen Montana Black. Ist ja auch so ein bisschen mehr so Ami-Style angelehnt. Ne? Also ich glaube, Faye Montana lebt so ein bisschen in so einer Ami-Welt. Ist ja auch wenn man es genießt, schön. Ich habe gerade ein bisschen so das Freundschaftsbuch gemacht. Das war sehr anstrengend. Und ich habe sehr Angst um eure Rente, weil ich zahle nicht ein. Schaut es euch an. Four, three, okay. So, ich mache jetzt die Geburtstagsgeschenke-Ecke. Du hast kein Geschenk bei? Dann musst du leider wieder gehen. Hier ist das Album. Guck mal, ihr teilt euch eine Seite. Könnt ihr eure Namen schon schreiben? Mein Gott, ich finde das so weird. Was macht Aaron auf dem Kindergeburtstag? Ich finde das so seltsam. Nee, leider nicht. Warum wundert mich das nicht? Ihr kriegt die zweite Seite. Nimm mal hier die Dinger weg. No front an alle 16-Jährigen oder Jüngeren, die gerade zuschauen. Leute, no front. Aber ein bisschen muss man front. No front, aber kleiner front. No front, kleiner front. Okay. Kleiner Front, Leute. Leute. Ah ja, Geschenk. Nur hinstellen, nicht wegnehmen. Macht mal ein bisschen hin, hinter euch stehen schon welche. Schneller, so. Wer schreibt? Kannst du nicht Geburtstag schreiben? Nee. Dann buchstabier's doch mal. Okay. Den buchstabieren kann ich nicht. Ja. Kannst du nicht Geburtstag schreiben? Nee. Dann buchstabier's doch mal. Buchstabieren kann ich nicht. Okay, also sie kann nicht schreiben und nicht buchstabieren. Ist nicht schlimm. Muss man nicht drüber lachen. Es gibt viele Analphabeten in Deutschland. Das ist ja auch nicht schlimm, aber überraschend. Wen wundert das? So. Alles klar, Wodka E gibt's unten, ja? Viel Spaß. Hallo, ihr wollt was für Facebook machen, ja? So, zeig mal das Bild erstmal, ob ihr das... Facebook? Ich dachte, das heißt Facebook. Wirklich sein? Komm, wir machen... Ich glaube, es wird das seltsamste Aaron-Video, was wir seit langer Zeit geguckt haben. Let's go. Da noch so ein paar Herzchen drauf, so hey. Du bist hässlich. Hast du schon einen Text? Sag mal den Text, den du sagen willst, schreiben willst. Liebe Faye, alles Liebe zum Geburtstag, wir wünschen dir alles Gute. Du stinkst, man muss auch ein bisschen dissen. Ah, okay. Zeig mal, was ist da drin? Ich weiß nicht, ob ich sagen darf. Ja, darfst du. Ich verstehe nicht, was die ganzen Leute machen. Sind das alles ihre Freunde? Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Freunde gesehen. Also ich hab auf jeden Fall nicht so viele Freunde. Also wer hat denn so viele Freunde? Wer hat denn so eine ganze Mannschaftsbus voll Freunde im Start? Und wie schreiben die alle in ihr Freundebuch? Was ist das hier? Wo bin ich hier gelandet? Eine Gesichtsmaske. Warum? Findest du, Faye hat das nötig? Nein, aber sie hat mir gesagt, dass sie die mag. Also. Ah, okay. Ein Gutschein. Wie viel? Für was? Für Brandy Melville. Sie wollte 50 Euro. Sehr gut. Perfekt. So. Ah, das muss ich mal genau hinhören. Das muss ich mal ganz aus der Flüssigung. 50 Euro. Sehr gut. 50 Euro? Was? Wie viel? Für was? Für Brandy Melville. Sie wollte 50 Euro. Sehr gut. 50, keine Ahnung, ich habe es nicht richtig verstanden. Perfekt. So. Boah, die geben sich alle gar keine Mühe. Frage, was ist da drin? Secret, ja. Gutschein. Boah, kennst du diese Kids, die Englisch reden und denken, sie sind cool, vielen Dank, schönen Tag. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wenn man so seine ganzen Facebook-Freunde zum Geburtstag einlädt. Let's go. Euer Bild erstmal. Ja. Alles rausgeholt, was geht, war, muss man einfach so sagen. So, du hast dich verschrieben und machst ein Herz drauf, voll pfiffig. Ja, richtig. Machst du das in der Schule auch? Ist das nicht die? Ist das nicht Faye Montana? Was nochmal, warum habt ihr zwei Fotos? Weil ein Test. Nee, es war auch nur ein Gast, okay. Wenn ich mir beide angucke, weiß ich nicht welche.
Einfach auf die Ecke kleben. Ach so, und dann, ach, das habe ich aber ja, auch ja, nicht gemacht. Ja, und dann so rein, reinstecken. Das ist der Sinn davon. Ah, ja, danke, Klugscheißer. So, jetzt ziehst du das hier rüber. Ja, das hat Neon an sich, wa? So, guck mal, scheiße, direkt verkackt beim Stempeln. Hättest damals mal im Kindergarten bei den Kartoffelecken aufgepasst. Ich hab hier auch ein bisschen, ja, falsch umgestempelt, auch sehr... Was ist denn das? Das ist wie so ein Konzert. Gästebuch und die bringen alle Geschenke mit? Hä? Ich find's alles so seltsam. Oh mein Gott, ich find's so seltsam. Hä, ich verstehe es gar nicht. Das ist also sorry, aber nee, ich will nicht sagen, no front, wie gesagt, no front. Ich glaube, Faye Montana ist bestimmt mega happy so. Ist doch schön, wenn die sich gut fühlt so und dann ihre Freunde Spaß haben, ist doch ein schöner Tag gewesen. Aber irgendwie, dass man so eine Theke hat, wo alle so, ich find's weird. Welche Klasse seid ihr? Jetzt war ich 11. Wie alt ist man, wenn man in der 11. Klasse ist? 16. Ah, okay. Hallo, vorgedrängelt wird nicht hinten anstellen. Nee, nur Mut im, keine Ahnung. Im Neuen. Boah, ist voll der langweilige Text. Wird alles gut. Das ist voll am. Hat Faye gerade Probleme? Im neuen Lebensjahr wird alles gut. Wie kann man mit 16 solche Boomer-Sprüche in ein Freundesbuch schreiben? Im neuen Lebensjahr wird alles gut. Okay, Boomer. Nein, das ist einfach so ein Gutspruch. Das ist einfach so ein Gutspruch. Einfach so ein unpersönlicher Gutspruch. Der hat die einfach auf Facebook hat die den gefunden. Hallo, ihr habt Geschenke einmal zu mir. Ich muss gucken, ob da irgendwelche Wodkaflaschen oder so drin sind. Hey, oh, wäre doch nicht nötig, du. Vielen Dank, tschüss. Hey, ihr seid fertig, weg jetzt. Wenn ich heute Klerasil verkaufen würde, könnte ich richtig Umsatz machen. Hey, cool. So, wollt ihr noch was schreiben? Okay. Boah, bin ich froh, dass ich nicht mehr 16 bin. Mach mal ganz kurz. Okay. Boah, bin ich. Ich bin mir gerade nicht sicher, war das der Marvin? Ist es sein Arbeitskollege? Ich dachte gerade, der Marvin fasst irgendwelche Minderjährigen an. Ganz kritisches Thema. Aber ich glaube, es war irgendein anderer Junge, der vielleicht auch minderjährig ist. Let's pray. Habt ihr ein Foto gemacht? Ja, dann geh ein Foto machen. Oh, hey, zeig mal, ich muss mal gucken. Das sah ein bisschen so aus, oder? Wie viel Promille? Ich wollte dir nicht die Hand geben. 11,5. Haha. Der bleibt bei mir. Hä? Die bringen einen 11-prozentigen, was ist das, Alkohol mit zu einem 16. Geburtstag, das ist verboten. Ab 16 darfst du nur Bier trinken. Das andere darf man nicht trinken mit 16. Oh oh, das ist aber ganz schön gefährlich. Bei mir. Da muss aber jemand mal die Polizei anrufen. Nein, wir haben nicht so viel Zeit. Schreibt alles Gute und euren Namen. Wie wäre denn das Gedicht gewesen? Ach, Bier und Wein, Sekt auch? Ach, das ist auch erlaubt? Okay, keine Ahnung. Als ich 16 war, habe ich von meiner Mutter noch Schläge bekommen, wenn ich Bier getrunken habe. Die ist enttäuscht. Also natürlich habe ich keine Schläge bekommen, aber wenn ich mit 16 Bier getrunken habe, war meine Mutter einfach nur enttäuscht. Habe ich euch mal erzählt. Als ich 16 war, habe ich dann so ein Mixbier gehabt. So ein Mixery, irgendwas, Cola, Bier oder irgendwie so ein Scheiß. Mit einem Kollegen und wir haben uns draußen im Garten gesetzt, haben ein Bierchen getrunken, weil wir uns da cool gefühlt haben mit einem Bierchen im Garten. Dann kam meine Mutter nach Hause und sagt, habt ihr Bier getrunken? Habt ihr wirklich Bier getrunken? Die war so enttäuschter Mensch. Wenn ich heute von meiner Mutter Alkohol trinken würde, wäre die immer noch enttäuscht. Und ich bin einfach älter als eure Eltern. Überlegt euch das mal. Aber ja, so ist meine Mutter. Allerliebste Faye, unser Bay. Faye, unser Bay, alles klar. Also Faye, unser Bay reimt sich gar nicht. Bay. Bay? Bay. Das ergibt keinen Sinn. Oh mein Gott. Es ist einfach nur ein Boomer-Wettkampf. Aaron battelt sich mit den Boomer-Jugendlichen. Weißt du nicht, was Bay ist? Nee, was ist ein Bay? Das heißt, before anyone else. Ach du Scheiße. Hallo. So. Habt ihr irgendwelche Betäubungsmittel bei? Wish you. Warum schreibst du nicht wünsche ich dir? Weil ich auf Englisch schreibe. Was? Das ist so cool, ja. Und sie kann Englisch verstehen. Cool. Habt ihr was zu kiffen bei? Nein. Warum grinst du so? Von wegen, Alter, hat er mich erwischt? Nee, sicher nicht. Er redet, als ob er an der Polizeikontrolle geraten wäre, der arme Junge. Oh mein Gott, er redet, als ob er die Polizeikontrolle... Wie viele Leute kommen denn da? Das sind alles Freunde? What the fuck? Simon veranstaltet im September eine Ü30-Party. Hey Marc, ich bin frisch 18 geworden. Was laufst du? Was laufst du, Marc? Was laufst du? Das sind die Marina und die liebe Sarah. Ihr bringt den Altersdurchschnitt ganz schön nach oben hier auf der Party. Aber schön, dass ihr hier rüber gucken könnt. Kommt denn dein Freund noch? Mein Mann, ich bin schon... Tschüss, komm, jetzt füll mal hier aus und dann ist gut. Hallo Daya, komm gern. Zeig mir erstmal dein Bild. Schön. Kann eine ganze Rubby-Rubby-Flasche exen. Naja, du bist drauf, wa? Guck mal. Daniel hat aktuell Existenzängste, weil so viele Diskussionen darüber stattfinden, ob TikTok gelöscht wird. Also ja,
Hoffentlich. Aber Dalia, ich werde dich auch auf Instagram supporten. Also ich habe dich zwar auf TikTok noch nicht supportet, aber keine Sorge, wenn die Plattform kaputt geht, ich bin da. Dann macht es so. Das heißt ja Klebeeck und guck mal jetzt. Oh! Ja, das wusste ich ja nicht. So. Hallo, hallo! Dalia, mach mal hin. Darf ich schon mal das Geschenk haben? Ist da auch Geld drin? Ja. Jetzt kommt Zilla. Selten so Angst um meine Schneidezähne gehabt. Hallo! Oh, da wird der Altersdurchschnitt richtig hochgezogen. Kommt her, bringt Glück hinein. Hallo. Hi, Geschenke zu mir, Aaron. Hallo. So, du als Rapper, wie findest du, dass Bushido ein neues Album rausbringt? Ich bin sehr gespannt. Bushido und ich sind ja quasi Nachbarn von früher aus Tempelhof. Und ich bin auf jeden Fall auf seiner Seite und freue mich drauf. Boah, das hätte ich nicht gedacht, dass ich hier bei dem Geburtstag so eine Gespräche führe. So, du bringst ja auch bald ein Album raus, oder? Solar Instinct, mein Album kommt am 20. September, genau. Promophase läuft gerade auf Hochtouren und ich bin am Start. Promophase läuft auf Hochtouren, ich habe noch nie was davon gehört. Also die Promophase war, würde ich sagen, erfolgreich. Auch eine Box? Eine Box. Promophase auf dem Kindergeburtstag. No front. Aber Silas hat zumindest erkannt, im Gegensatz zu vielen anderen Deutschrap-Artists, hat Silas zumindest erkannt, wie alt sein durchschnittliches Klientel ist. Und deswegen hat er sich natürlich auch nicht lumpen lassen und ist auf die Geburtstagsparty von Faye Montana gekommen, weil da sitzt die Kohle, da sitzt die Kohle, ne? Das gibt's natürlich. Hast du alle unterschrieben oder hier? Ich habe tatsächlich letztens 1000 Stück unterschrieben, ja. Da tat das Handgelenk. Silas übrigens, falls du es siehst, ne? No front. Küsse gehen raus. Ich weiß nicht, was für Musik du machst, aber ich bin kein Hater, mein Lieber. Danach weh. Das ging relativ schnell, muss ich sagen. Hallo. Ja, wenn es trainiert ist, ist es Handgelenk. Das Handgelenk ist sehr trainiert. Ja, glaube ich. Hallo, Faye, komm. Hallo. Oh. Nein, du hast Geburtstag. Ja. Hey, alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. Warum muss man denn so ein trägerloses Oberteil tragen, wenn das dann so ungünstig sitzt, dass man die ganze Zeit seine Hand an der Brust halten muss beim Rumlaufen? Ist das denn wirklich, ist das der Sinn der Sache? Faye, feiert ihr 16. größer als Aaron seine 30 zusammen. Fühle, Aaron, fühle. Soll ich dir, komm, ich zeig dir als einziges mein Geschenk, weil ich hab extra, komm her, für dein Geschenk meinen Lieblingskunden angerufen. Und, oh mein Gott. Und die haben für dich für dich ein Paket gemacht. Ah. Von? Alles Gute zum 16. Nein! Alles für den Arsch, Dildo King. Oh mein Gott, Aaron, du kannst doch nicht als 16-Jährigen irgendwelche Sachen von Dildo King schenken. Oh mein Gott, Aaron, das war wirklich, dem ist nichts zu peinlich, Alter, dem ist nichts zu peinlich. Ehre. Das ist nicht dein Ernst. Das ist schon, ich sag mal, mir persönlich wäre es ein bisschen zu hart. Ich rede jetzt nicht von der Stärke des Vibrators. Du bist so einer, nein. Kannst du ein Unboxing machen? Ja, kannst du ein Unboxing machen? Oh mein Gott, das wird auf ihrem YouTube-Kanal übel stark laufen, aber ich würde ihr davon abraten, bevor sie 18 ist. Lieber nicht. Wenn sie 18 ist, kann sie es unboxen, meine Meinung. Ja, du weißt ja, Ich benutze was nicht. Ja, das sagen sie alle. Gar nicht, was da drin sind. Wir sollten mit diesen Scherzen aufhören. Wenn sie 18 ist, reden wir weiter. Du kriegst zum Geburtstag, dass ich dreimal nicht stänker. Ob mit dir oder jemand anders. Lukas, komm doch mal. Komm mal kurz her. So, ja, du die Faye, die, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, was ich ihr geschenkt habe. Sie hat mir letztens so mich traurig angerufen und war so ein bisschen... Lukas Rieger, beweist, dass die Nasengröße nicht mit dem anderen Größe zu tun hat. Traurig? Ja, meinst du, bei meinem Freund läuft nicht so? Was macht Lukas Rieger? Ist der ein YouTuber, TikToker oder macht der immer noch Musik oder macht der gar nichts mehr? Hat der schon Rente? Was ist bei ihm? Und deswegen habe ich ihr dieses Dildo King Paket gekauft. Ich hoffe, das ist für dich okay. Ich glaube, brauchst du nicht. Na? Doch, sie meinte ja, so voll verweint. So, ich brauche Hilfe. Wollt ihr nochmal ein hübscheres Bild machen? Wie siehst du aus? Das war Walross. Ja, so hätte ich es auch formuliert. Oh, du hast eine schöne Handschrift. Love you, Mausi. Was? Er hat eine Harry Potter Narbe auf der Stirn. Wild, bei ihm läuft. Niemals im Leben würde ich mit dir einen Arm drücken machen. Ich habe auch Niveau. Geh mal auf deinen Feuerblitz und schieb ab. Mach mal hier auch noch irgendwas hin. Boah, das sind... Wenn Deutsche das machen, wirkt das nicht so cool, oder? So, während jetzt die kleinen Kids sich noch mit Wubby Bubble bewusstlos trinken, gehe ich nach Hause. Wenn euch das Video gefallen hat, kurz und knackig war es, gebt dem Video einen Daumen nach oben und tut mir mal einen Gefallen, wirklich einen Freundschaftsgefallen. Die Faye ist eine super liebe Nette und macht immerhin Spaß mit. Geht mal auf ihr letztes Instagram-Foto und schreibt Happy Birthday, du alte Schachtel. In dem Sinne, bis dann. Tschö. Ja, alles klar. Also ich habe absolut keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich habe keine Ahnung. Ich muss mir die Kommentare mal kurz durchlesen. Vielleicht bin ich nicht der Einzige, der sich so fühlt. Ich glaube, Aaron hat den Durchschnitts-IQ da ganz schön nach oben gedrückt. Wer zum Fick ist Faye Montana? Was ist überhaupt für ein Name? Hä? So heißt doch jeder zweite, so heißt doch jedes zweite Montana Black? Fangirl. Faye Montana,
Schmäh Montana, Lay Montana 88. What the fuck, die wird 16 und die Party, als wenn sie Millionen im Lotto gewonnen hat. Hä? Hat doch nichts mit dem Alter zu tun. Wenn ihre Eltern rich sind, kann die auch mit 15 schon für 8 Millionen eine Party mit... Also, das hat ja nichts mit dem Alter zu tun. Wenn die Eltern reich sind, sind die Eltern reich. Sie wollte 50 Euro. Hat sie etwa vorher ihren Gästen gesagt, welchen Wert das Geschenk haben sollte? Oje, oje. Unangenehm. Habe ich auch direkt gedacht. So eine Party schmeißen, aber auf bestimmte Beiträge beim Gutschein bestehen, als ob die schon genug hätte. Irgendwo muss man die Ausgabe wieder reinholen. Dieses Video wollte Aaron gar nicht veröffentlichen. Ihm ist nur das Material ausgegangen. Ich verstehe, warum. Die wahrscheinlich unpersönlichste 16er-Party ganz Deutschlands. Fan Montana 16 Jahre alt und Lukas Rieger 21. Lul, okay. Ja, was soll man dazu sagen? Ich denke, als sie zusammengekommen sind, war sie vielleicht 15. Naja, war sie auf jeden Fall, weil sie ist ja jetzt erst 16 geworden zu diesem Geburtstag. Und die sind ja nicht an diesem Tag zusammengekommen. Das heißt, Lukas Rieger ist mit 21 mit ihr zusammengekommen, als sie auf jeden Fall maximal 15 war, vielleicht sogar noch jünger. No front! Als ich den Titel gelesen habe, musste ich erstmal den Namen googeln. Ich dachte, der Junge will dir einen runterholen. So habe ich die Handbewegung wahrgenommen. Dino, du musst aufpassen, wenn du auf irgendwelchen Partys bist, dass du nicht in Missverständnisse gerätst. Ich will einfach endlich ein Hey Aaron-Video gucken. YouTube-Werbung. Greift ihr Getränk ihren Zahnschmelz an? Ist irgendwie alles ein bisschen cringy. Ja, was soll ich dazu sagen? Es sind halt, die wollen einfach ihr Leben genießen, oder? Keine Ahnung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert, kommentiert und bewertet das Video. Bis zum nächsten Mal.